So, willkommen Freunde, wir zocken heute Beyond Two Souls. Ein Spiel, was ich mir schon länger vorgenommen habe, was ich mal angezockt habe, aber es noch nie geschafft habe, komplett mal aufzunehmen und durchzuzocken. Das werde ich mir jetzt aber vornehmen über mehrere Teile. Ansonsten werden wir gleich mal starten und loslegen. Ich muss mal kurz was am Handy einstellen, wie immer. Jawohl, kann losgehen. Möchten Sie wirklich fortfahren? Ja, weil ich habe es ja noch nicht, gar nicht so richtig gezockt. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. So, wie immer werde ich das Ganze nicht allzu sehr kommentieren. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Es halt sehr viele Kommentare gibt. Hier wird sehr viel gesprochen in dem Game. Und ich will die Story auch nicht zu sehr kaputt quatschen. Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Eieiei. Die scheint schon heftige Fähigkeiten zu haben. Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Sie sind verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Alter, ein komplettes Einsatzteam für eine Frau. Was ist hier los? Ja, okay, bei den Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich da reingegangen wäre. Obwohl, es sind ja genug Leute. Okay, die Leute haben nicht ausgereicht, um sie aufzuhalten. Die hat ganz gut aufgeräumt.
Jodie, was hast du getan? Alter, das ist ja eine Kneipenschlägerei harmlos gegen. So, das Experiment. Gebrochen, Prolog. Ich bin mal gespannt. Ist wahrscheinlich die Steuerung so ähnlich wie bei Detroit Become Human. Ich habe gespielt auch mit einem Xbox 360 Controller und PC. Das kann, glaube ich, nicht verkehrt sein. Von der Steuerung her besser als mit Tastatur. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Wirkt da auf jeden Fall noch wie so ein ganz normales kleines Mädchen. Okay, ja, jetzt nicht mehr. Ah, hier kann sie auch stehen, okay. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Okay, mal gucken, was sie für Experimente mit dir machen. Mal gucken, was dann... Ah, alles klar. Ist ja ein bisschen an die Steuerung noch gewöhnt. Ja, ich komme ja schon. Stellen wir das mal hin und dann sind wir bereit. So. Sind ja artig. Noch. Okay, Nathan wartet auf uns. Mhm. Ah, verdammt. Ich hab nicht. Hi Cole. So, hey, Alan. Man muss ja Klinik nicht mögen, aber ich finde den Boden immer sehr geil, wenn er so sauber ist. Hallo, und meine so glänzt. Süße. Du siehst hübsch aus das heute. Das hat irgendwie was. Ja, sie ignoriert es erstmal komplett. Wir sind da. Dieses Jahr regnet es viel. Kann man wohl sagen. Es war nie wirklich kalt dabei. Nein, weiß nicht. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Aha. Hey, Jolie. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Okay. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Okay. Das heißt, sie machen wieder irgendwelche Gedankenexperimente und prüfen meine übersinnlichen Fähigkeiten. Jetzt bist du eine Prinzessin. Na, das ist ja auch keine spannend. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Auf sein Schild steht DPA. Ich habe OPA gelesen. Ich dachte Opa. Hey Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Okay. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Stern hat sie, okay. Nächste Karte. Okay, das ist
leeres Quadrat. Alles klar. Das ist mit der Steuerung irgendwie so ein bisschen seltsam, aber das kriegen wir auch noch hin. Nee, da will ich nicht hin. Der Testperson jetzt bei 55. Nächste Karte. Ich hoffe, ich muss nicht alle 5 machen. Geht wieder ab, auf jeden Fall. Wird auch Zeit, ey. So. Alter, wenn du das, so eine Fähigkeit hast, dann gewinnst du jedes Pokerturnier. So, das ist ein Wellenmuster. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich weiß nicht, warum sie da immer ausschweift. Ein widerspenstiges kleines Mädchen. Ey. Das Gefühl, die beeinflusst dir meine Steuerung, die Kleine. So, Wellenform. Siehst du die Karte, Jody? Ja. Ah. Ah. Das hat zu lange gedauert. Du schaffst das schon. So, Wellenform, ja, alles klar. Die ist es. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Wenn ich so ein kleines Mädel wäre und hätte die Möglichkeiten... also, die würden mir richtig auf den Sack gehen, die Typen. Mal ganz ehrlich. Hey. So, links gedrückt halten. Nach unten. Rechten und linken Stick loslassen. Eieiei. Ja, die hat Dampf. Die hat Kraft. Wahnsinn. Drückt halten. Ich könnte mal ihre Wasserflasche da umwerfen. Ja, oder so. Das geht auch. Ja, was tun die der Frau an? Die kriegt doch einen Herzinfarkt. Ja, ich würde... Bei so einem Experiment würde ich auch das Weite suchen. Mann, die ist ja richtig verstrahlt jetzt. Das war's. Es tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Ein Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt... Lass das, Aiden. Du sollst nichts anfassen. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Ich glaube, für die Kleine war das nicht so schlimm wie für die Frau. Die Frau, die hätte ja einen halben Herzinfarkt bekommen. So, das Experiment. 7% der anderen Spieler haben diese Wege genommen. 6% abgebrochen. Nicht gespielter Weg. Okay. Die Botschaft. So, Plan B, Gäste, Kleid, schüchtern.
Ich fühle mich, als ob alle herstarren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Und was mache ich, wenn etwas schiefgehen sollte? Da kannst du gar nichts tun. Das sind ja optimistische Aussichten. War nur ein Check. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ja, ist so eine hübsche Frau. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich Gucken unter die Leute. Gucken ist ja erlaubt. Du weißt, was also du von daher. Bist. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ja, dann würde ich sagen, ruhig ist da, wo nicht so viele sind. Wie sieht's denn hier aus? Kann man sich hier hinsetzen? Nee. Okay, ich kann ja versuchen, die Treppe hochzugehen, aber... Halt, Mann! Dieser Bereich ist nicht zugänglich. Nur für Botschaftspersonal. Ja, das habe ich ja wieder super geschafft mit dem ruhigen... Ach, da hinten ist noch ein bisschen Platz. Die Frage, was sie jetzt möchte mit... Ach doch, hat hingehauen. Ruhig heißt ja auch, ich gehe aufs Zimmer und will ein bisschen entspannen. So, ich kann halt nur aufstehen. Sie hat ihren ruhigen Platz gesucht, das habe ich gemacht. Oh mal. Doch, das eine Bild so gestarrt eben. Konnte ich aber nichts machen. Können wir uns das anschauen vielleicht? Die Musik ist echt cool. Gefällt mir. Da mal mehr was Spanisches, weniger Arabisch, finde ich. Das ist fantastisch. Mir ist noch der Mustang am liebsten. Dein Geld reicht auch für drei. So, gucken wir mal kurz. Haben wir denn irgendwo einen Auftrag oder so, was wir machen müssen, außer hier die ganze Zeit rumzulaufen? Ich gesagt, sie will einen ruhigen Platz haben. Ich brauche einen ruhigen Platz. Das will ich haben. Warte mal. Da hinten ist es sehr ruhig, glaube ich. Mal gucken, ob sie da hin darf. Okay, das sind Toiletten. Setzt sich hier vielleicht hin? Nee, auch nicht. Ja, die Interpretation, was ich unter einem ruhigen Platz finde, ist ja noch was anderes. Okay, das ist Männertoilette vielleicht. Gehen wir einfach mal auf die Toilette. Vielleicht ist da ruhig genug. Ja, wenn ich jetzt wie löse ich das nochmal aus? Ah, mit Y, okay. Genau, geh doch einfach mal auf Toilette. Tara Mohammed, Tara Jadida, Inaha Muriha Jitan. Tara Sabika, Kanat Batia. Nein. التصور ممتع جدا في لندن. Alter, jetzt trinken schon Sekt auf dem Klo, ey. Das ist ja auch nice.
Ja, aber das ist ja auch nicht das Richtige. Gottes Willen. Ja, warum kann sie denn hier nicht mehr raus? Wir sind doch da reingekommen, oder nicht? Von hier. Oder sind wir, hier lang gegangen? Nö, hier ist nichts. Aber ich muss sagen, die Steuerung finde ich schon wieder so ein bisschen anstrengend. Also ich kenne das von Detroit Become Human, weil eben hat er hier noch was angezeigt, jetzt zeigt er wieder nichts an. Manchmal muss man ganz speziell irgendwo stehen, in irgendeiner Richtung, damit man dann auch irgendwas aktiv sehen kann, so wie jetzt. So, das hat jetzt funktioniert. So. Okay. Also wenn nächstes Mal eine Frau sagt, wir brauchen einen ruhigen Ort, dann zeige ich hier die Toilette. Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Alter Schwede. Hat sogar als Agentin gearbeitet mit ihren Fähigkeiten. Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. So, das Bild war doch, ist das Bild, wo sie geguckt hat? Ist das nicht da? Was kann ich denn hier machen, außer links drücken? Es vibriert. Normalerweise in anderen Games kommen dann immer die Erinnerungen. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheichs. Ah, im ersten und Stock. Achte auf die Wachen und die Überwachungskameras. Ja, ist ja gut. Warte mal, dann können wir auch hier lang, ne? Das. Ach, ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Irgendwo muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Ja, ich gucke schon, Mann. So, ich drücke und drücke und drücke und drücke. Passiert aber nichts. Schreiben wir, was ist das? Das ist eine Schublade. Warte mal, ich gucke mal, ob ich die. Ne. Wie war das? Irgendwie zusammendrücken und dann loslassen und dann müsste ja die Schublade aufspringen, ne? Nö.
Wie kriege ich diese blöde Schublade auf? Es ist einfach nur ein Punkt, der überhaupt nichts anzeigt. Linke Maustaste. Nicht linke Maustaste. Oben links L gedrückt. Passiert nichts. So kann ich mich drehen, okay. Ne, jetzt sind wir wieder normal. Okay, es vibriert natürlich wie Sau. Ich kann... Ja. Ich kann nichts machen. Die Frage ist, wo könnte der Schalter sein? Sind wir hier wieder? Es ist merkwürdig. So, wir drücken A, passiert nichts. X, B, drücken wir Y, dann haben wir das Problem, dass wir rausgehen aus dem Modus. Steuerkreuz generell passiert nichts. Ich kann nur LT oben drücken. Oder LB, was das ist. Haut nicht hin. So. Okay. Alles klar, jetzt habe ich es. Also gedrückt halten. Beiden Joypads zusammengedrückt halten, nicht loslassen. Sam, dann passiert irgendwas. اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر، سأذهب حالا. Scheiße. Die Kamera war an. Die Wache kommt. Verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm. Ja, aber ich meine, er sieht doch nichts. Also. Er wird sich halt nur wundern, wie das runtergefallen ist. أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. حسناً، وصل. Denk nach. Es gibt sicher noch einen Weg. Hier muss es sein. Ein, tu was du musst. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Okay, das kriegen wir hin. Ja, ich glaube, da hat er nicht so mit gerechnet. Den Monitor nicht kaputt machen. Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Okay. Ist aber auch nicht sein Büro hier, ne? So, wieder zurück. Hat sich verflogen, der Geist. Ja, hier, ne? So. Machen wir mal die Schublade auf. Ah, das sieht doch... Jawohl, so geht's. Alles klar. Jetzt haben wir's. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Jo. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. Rückhalten.
Alter, das ist ja so eklig, ey, wenn die dabei Nasenbluten bekommt. Das muss ja so anstrengend für den Körper sein. Das kann ja so wichtig sein, sich so aufzuopfern. Hal min ahadin hunak. الرجاء الخروج من هناك على الفور ولكن ماذا تفعل هنا انها مراه السيدات انصرف من هنا لا تقوم nichts zu suchen der penner mach dich weg sehen sie Ich kann nichts tun, um ihm zu helfen. Viel Glück. Alter, das ist aber heftig. Ihr hat alles gegeben, ne? Ich würde mir auch erstmal das Gesicht abwaschen, auf jeden Fall die Nase. Oder mal kaltes Wasser nehmen oder so. Kann ja immer noch sagen, es ist einem schlecht geworden, aber mit dem Nasenbluten, das wäre schon ein bisschen auffällig. Gott, ey. Das merkt keiner. Kann man vielleicht irgendwo was trinken oder so? Schluck Wasser. Ah, ne. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Alter. Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Dafür, dass sie am Anfang auswählen konnte, dass sie auf einmal schüchtern ist, ist sie aber eben ganz schön ausgetickt. Das darf auch nicht sein. So, die Botschaft. Sie und... Mission abgeschlossen, nicht gespielter Weg. Mission abgeschlossen, nur mit einem. Okay. Das Experiment, die Botschaft gebrochen. Jetzt kommt die Party. Ah. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jolie, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Ich finde, sie wirkt da aber wie so ein kleines Mädchen. Also so normal halt. Eine Geburtstagsparty. Ich weiß nicht, was da alles noch passiert ist. Oder passiert, dass sie so abdreht. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Ja, also wenn man älter ist, kann man gerne mal ein Buch verschenken, aber in dem Alter, ob die das so mögen, okay, vielleicht schenkt es ja auch einen Erwachsenen, ich weiß es ja nicht, aber naja. Gucken wir mal. Wir müssen natürlich klingeln. Hey, Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Naja, okay, die sind ja in dem Alter, cool, wo man schon danke. Buch... ich bin weg, Buch gebrauchen Schatz. Kann, kümmere dich um die Gäste und stellt bitte keine Blödsinn. Freundlich war die auch nicht okay? Gerade. Klar, Mom, was immer du willst. Ach, wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey, Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4?
Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Party-Time. Oh, jetzt würde ich ihn gern mal das Cap vom Kopf zaubern, mal ganz ehrlich. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Naja, wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich Pop nehme. So, und Rockhound nehmen wir mal Disco. Ja. Was für ein Gedudel ist das denn? Oh, jetzt beschwert sie sich wieder. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Naja. Ja, ob das so angesagt ist. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Nein, Jody kriegt von mir kein Alkohol. Nein, danke. Nicht mit den Fähigkeiten. Du verpasst echt eine Menge Spaß nach drei oder vier Bier. Ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Sieht die Welt völlig anders aus. Ich glaube, es hackt. Und wie ist hier auf der Party eine Fehlbesetzung, ne? So, ich könnte jetzt das Bier nehmen. Ja, jetzt trinkt sie doch eins. Naja, vielleicht können wir uns dann hinterher entschuldigen, wenn die Fähigkeiten ein bisschen ausgeartet sind. Wir haben halt was getrunken. So, das muss aber auch schon... Alter, die macht aber jetzt einen Zug. Alter, jetzt schon voll? Ah, komm. Das kann ja nicht sein, ey. Nicht von zwei Schlucken Bier. Aber das ist eine sehr komische Party, da spricht ja keiner. Hi. Ach, er fängt jetzt mal an. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Kontaktfreudig, komm. Ich bin da in so einem Programm. Mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe. Also. Und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Ja, was nur machst zu. Du in Einheit 4? Ja, komm, wir sind immer ehrlich. Also ich habe eine Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt völlig verrückt, aber es ist eine Art, wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Ist es jetzt da? Hör mal, Scherz. Das war ein Witz.
nur ein Witz. Versteh dich. Ich hab's dir wirklich abgenommen. Ich dachte, du hast einen kompletten Schuss oder sowas. Haben wir uns ja nochmal gerettet dafür, dass wir sehr freundlich sind. Was Langsames. Scherz gemacht. Willst du mit mir tanzen? Nö, komm. Tanzen ist immer gut. Gern. Schützt vor Demenz und Rückenproblemen. Hab ich mal gehört. Der Typ scheint aber ganz nett zu sein, ne? Au! Oh. Sorry, ich glaube, Tanzen ist nicht wirklich unser Ding, oder? Ah, oh, nur weil ich hier mit dem Joypad nicht klarkomme. Weißt du? Muss sie drunter leiden. Bestimmt hörst du das ständig, aber. Das ist echt hübsch, weißt du? Nö, komm, das ist gegenseitig. Du siehst auch nicht gerade schlecht aus. Ist doch ein netter Typ. Mal ruhig mal nett sein. Ist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Na komm, gegenseitig. Ich finde, du bist auch besonders. Oh, jetzt spielen wir hier noch Bravo Dr. Sommer Team. Aber warum nicht? Soll sich doch verlieben. Na komm, küssen wir ihn mal. So, während die sich küssen, klingelt bei mir das Festnetztelefon, aber naja, da kann man noch zurückrufen. Oh, jetzt ist noch mal ein bisschen benebelt, so, von dem Kuss. Haben sie ja gut umgesetzt. Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Oh, jetzt muss wieder irgendeine blöde Pute da die Party sprengen, ey. Nee, komm, das lehnen wir ab. Machen uns doch nicht zum Horst. Nein, Ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Auch krass, ne? Sie freut sich jetzt über einen String und jetzt kriegt sie von ihr das Buch und wird wahrscheinlich total ablehnend. Das kann man ja schon fast was voraussehen. Ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Die hat die intellektuell überfordert, würde ich sagen. Genau wie dein Kleid. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Alter, jetzt reicht's aber. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh! Alter, was ist mit ihm los? Er war doch eben noch so in Ordnung. Was ist denn das jetzt für ein Arschloch? Hat mich dazu gezwungen. Alter. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten... Alter, heftig. Mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Macht sie euch! Alter, heftig, ey. Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit. Bring uns deine mächtige Magie. Ey, jetzt müssen wir unsere Sachen aber anwenden, ey. Jetzt, Alter, so eine Arschlöcher, ey. Bitte, lass mich raus. Das war schon, als sie vorhin reinkam. Bitte, lass mich raus. Also, was kann ich überhaupt nicht leiden, wenn man Menschen so macht. Noch Kuchen? Bitte, ja, so viel Action macht einen wirklich bitte, hungrig. Ja, bitte, machen wir endlich Party.
Alter, wie kann man so gemein sein, so mies sein? Oh, jetzt würde ich aber am liebsten mit meinen Kräften irgendwie das halbe Haus zerlegen. Hol mich hier raus. Bitte. Ja, komm. Jetzt wird's aber auch Zeit. So, komm. So, warum geht das jetzt nicht? Bist du doch normalerweise. So. Achso, nach unten, ja. Alles klar. Ja, ich steuere das immer noch falsch. Ich nehme immer rechts und links, aber ich muss nach unten ziehen. Rache. Nee, Rache, komm, wir gehen. Rache ist nie gut. Gleiches mit gleichem vergelten, das bringt immer nichts. Da kommt man nicht vorwärts im Leben. Dann lieber schlucken und erwachsen und dann lassen wir das Ganze. Auch wenn es hart war. Also ich würde ja gerne und würde sagen so, ey, pass auf, den zeigen wir es jetzt richtig. Ah, was soll's bringen? Nimmt halt ein bisschen doof in der Mütze. Erste Besprechung, okay. Ist manchmal ein bisschen undurchsichtig, was man überhaupt machen soll. Aber klar, ich könnte jetzt den Stuhl hier irgendwie... Lass das, Alten. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Ja. Hast ja recht. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Okay. Gehen wir mal hin. Hallo, Judy. Komm rein. Ich glaube, der wirkt normal und nett. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt... Wenn du das auch willst, natürlich. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren, nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Okay, das kann ich nicht beantworten, das weiß ich ja nicht. Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Weiß ich auch nicht. Also ich meine, wie soll ich das beantworten? Müsste ich mir ausdenken. Für mich malen? Ja.
Ist ja eigentlich mehr so eine Energiequelle, würde ich sagen. Ich selber habe ja keinen gesehen irgendwie. Ja, stimmt. Stört's nicht, wenn ich's ansehe? Das ist sie quasi und die Energiequelle, wie ich schon sagte. Ist ja immer nur... Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Ja. Könnten wir den Bücherstapel runterfallen lassen. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Es waren die Monster. Die Monster? So, erste Besprechung. Naja, der beste Beweis, dass man wirklich außergewöhnliche Kräfte hat, ist, indem man die zeigt. Alles andere wäre echt bescheuert. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Der wirkt sich aber noch sehr normal wieder, muss ich sagen. Das muss ja nach der Aktion beim Scheich gewesen sein. Ich bin mal gespannt, warum sie später die Haare abgeschnitten hat. Ach, alles klar, Haare abgeschnitten beim Militär. Und was jetzt passiert, dass sie... Komm schon hoch! Hopp, hopp! Ja. Sie beim Militär irgendwie dann vielleicht vergewaltigt wird oder so, ich weiß nicht. Bewegen Sie den rechten Stick, wenn die Aktion in Zeitlupe abläuft. Weiter A. Okay. Ja, ich habe den rechten Stick benutzt. Nach unten bewegen Sie den rechten Stick nach unten, okay. Naja. Kollateralschaden gehört dazu. Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber! Heut noch! Ganz genau so, Holmes! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Ja, aber ich meine, sie hat das ganz gut gemeistert, bis auf, dass wir nicht über die Hürden laufen konnten. Okay. Schlecht.
Manchmal klappt das mit der Steuerung irgendwie nicht. Fangen wir nochmal an. Falsche Richtung, ja, ganz toll. Wer soll ich denn wissen, welche Richtung? Ich habe mich natürlich geduckt, weil ich dachte, er schlägt zu. Fangen wir nochmal an. Ja, komm, das packen wir jetzt aber. Falsche Richtung wieder, ey, ich könnte kotzen. Komm, jetzt aber. Alles. Zu spät. Er hat sogar den Pfeil angezeigt. Nein. Mann! Ich dreh dich verdammt nochmal! Das muss doch klappen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch gar nicht so schwer. Jetzt haben wir es gepackt. Ja, da gingen die Lichter aus. Das war der Kameramann. Zielen, schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Oha. Und das mit der Steuerung. Deckung! Du musst jetzt wieder in Deckung gehen! Komm schon! Komm raus da! Na, die wird aber sehr gut ausgebildet, muss man sagen. Das war sehr gut. Boah, die hat aber Reflexe, ey. Der Mathe wird's auch noch ausgebildet. Ich verstehe gerade kein Wort, was die Formel bedeutet, aber Excellent. Hört sich sehr interessant an. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um! Alter, hau die Ölfässer da um. Kein Ding. Nein. Jetzt schaffen. Gut. Und jetzt weiter. Alter, bei den Fähigkeiten und dann noch militärisch ausgebildet. Heftig, heftig hier. Ja, welche Richtung? Da wurde nichts angezeigt, Vogel. Falsche Richtung, ja, ja. Das ist klar. Nicht schlecht. So, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich machen sollte. Schneller! Und lass den Fettarsch unten! Alter, die wird so gedrillt. Los jetzt! Was wird das für eine Elite-Einheit?
den da oben. Der hat auch nicht hingehauen, okay. Mach schon, Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Ja, ich geb dir schon alles. Ist auf jeden Fall mega anstrengend. Komm her, schaffen wir. Alter. Jetzt müssen wir noch Spagat üben, ey. Oh, das tut weh. Okay, die Frage ist natürlich, wo sollen wir jetzt hin, ne? Das ist immer das, was mich so ein bisschen ärgert. Halten Sie zum Heilen beide Kugeln auf der Wunde. Okay. War nicht so einfach. Jo. Jetzt haben wir's. Alter, was war das denn? Ach, okay, dann muss der Rhythmus stimmen. Wieder falsch. Ich kann ja, wenn ich nur einfach gedrückt halte, ist auch falsch. Naja, komm, egal. Ja, er gibt auch nicht übel. Ja, absolut verständlich. Da wäre ich auch im Eimer. Aber keinen Anhaltspunkt, wo ich lang fliegen könnte oder so. Nö. Anders schon. Lenken Sie die Soldaten mit Aiden ab. Okay. Ich sehe die Steuerung nicht. Man sieht ja hier das Joypad, aber welche Tasten oder so ich drücken soll. Ah, überwältigen ist X, okay. Jetzt sehen wir's. Also das Spiel ist gut, aber die Steuerung, stellenweise trotz Joypad müsste ein bisschen überarbeitet werden.
das hat schon mal super geklappt. Wo ist denn der nächste? Das war ein bisschen doof von mir. Peng! Ah, ist ja da oben, schreibt ja noch einer. Willst du hier bleiben die ganze verfluchte Nacht? Probieren wir es nochmal. Ja, ist ja gut. Haben wir überwältigt, sehr gut. Den überwältigen wir auch. Gerade das ist ja so, als wenn die wirklich einen Echtzeitkampf durchführen. Okay, den haben wir platt gemacht. So, da war ja oben einer noch auf dem Dach, und der hat Peng gesagt, ne? Wir können irgendwas ablenken. Der Tonne hat's geklappt. Ah, scheiße. Der da oben. Ah, wie kriege ich denn den nochmal los? Wieder beinahe drauf reingefallen. Steht trotzdem noch Schmiere. Wie komme ich an den vorbei? Das ist eine gute Frage. Den Typen selber kann ich doch, den kann ich auch angreifen, alles klar. Klar, den haben wir. Würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Tonnen. Lässt er nicht mit sich machen. Wo kommt der denn her? Fuck! Willst du hier bleiben die ganze verfluchte Nacht? Ach so, das war der. Probieren wir es nochmal. Ja, wir machen es nochmal auf jeden Fall. Ah, Mann, ey. Arschloch. Okay. Hier sollen wir den ablenken.
schon wieder nichts. Kann ja nicht so schwer sein, muss doch jetzt mal funktionieren. So, jetzt kommt der an, den können wir so überwältigen. Ja. Fällt mir gerade noch was anderes ein. Aber den auf dem Dach so platt machen. Müssen wir die anderen auch so platt machen können mit unseren geistigen Fähigkeiten. Der Ausbilder. Da ist er. Ja, den machen wir so platt. Jawohl. So. Jetzt, ja, geh runter. Jetzt geht's hier hoch, ey. Ich hab gesagt, ich soll runtergehen. Das ist ja auch nicht so die schlechteste Option. So, der steht hier. Warum kann ich den mit meinen geistigen Fähigkeiten nicht platt machen? Das ging doch bei dem anderen auch. Geh mal die Leiter runter. Ich will hier nicht bleiben. Ja, jetzt hat sie sich hier festgefressen. Okay, jetzt könnte ich theoretisch... Ja, jetzt haben wir's. Nicht übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Genau. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Alter, ja, Jody. Den hartes Training. Bei der Agency. Hey, du bist mit gut dabei, gemacht, Jody. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bis jetzt läuft ja ihr Leben eigentlich so relativ normal, muss ich sagen. Okay, das mit dem Mobbing vorhin, das war schon ein bisschen übel. Aber... das erleben, glaube ich, leider viele. Was es nicht besser macht, Gottes Willen, immer Finger weg vom Mobbing. Aber ich glaube, sie meistert ihren Weg bis jetzt ganz gut. Ich kann jetzt nicht sagen, so von wegen,
Ich lasse das mit der Magie. Komischerweise. Doch, so Dinge, die sind so unnötig, ne? Weil ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt machen soll. Also sie hat ja auch gesagt, dieser Geist ist wie so ein bisschen wie so wie ein Löwe, den kannst du nicht bändigen. Ja, ist doch albern, ey. Jetzt kann ich seinen Kaffee da umschmeißen. Aber warum? Also das macht auch keinen Sinn. Macht's auch nicht besser. Oh, Gott sei Dank ist das Ding vorbei. Ja, das ist das Gemeine. Die zwingen einen manchmal in Spielen Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Du hast überall die Wahl, aber... Dass ich jetzt da die Kaffeebecher und so umschubsen musste, nur damit es dann weitergeht, das finde ich auch ein bisschen albern. Also. Ich kann es immer noch nicht einstellen. Der Hund spürt's, okay. Es geht am Parat. Habe ich zumindest gehört. Mhm. Aber da eben ein roter Punkt. Ich meine, hab's nach mir. Als wenn sie nicht so weit kommen. Ich soll wieder kälter werden. Das ist auch wieder so. Na, jetzt geht's da wieder rein. Wieder so eine Steuerungsgeschichte hier. So, hier taucht jetzt gar nichts mehr auf. Guten Abend. Routinecheck. Alle Ihre Ausweise bitte. Ausweis? Gute Fahrt, Sir. Ja, toll. Jetzt muss ich sie ja wecken. Aiden! Mann, ich hab doch gesagt! Mist! Ausweis? Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Scheiße! Das ist sie! Das ist sie! Ja, was guckt sie denn da noch? Los, komm, lauf! Hey, aufpassen! Alle runter! Polizei! Hey, was soll das? Ah, sie ist eine Elite-Kämpferin. Halt! Stopp oder ich
Jetzt ballern die auch noch, ey. Sie sind umstellt! Aufmachen! Los, komm, geh da hoch! Los, komm hoch da. Mann, ey, die machen es aber auch spannend. Hier ein Herzinfarkt hier. Ich glaube, die bessere Option wäre irgendwie, man würde runter vom Zug. Echt heftig, muss ich sagen. Das über Kopfhörer, ey. Ah, scheiße. Zeigt die Richtung ja auch immer nicht so richtig an. Aber ich habe echt gedacht, ich schaffe das nicht. Aber jetzt kommen da noch zwei. Noch drei. Los, komm, spring runter. Verstärkung! Ihr kommt uns! Also eine Art Schutzblase, ne? Alter Falter, war das knapp. Boah. Ich kann mir schon vorstellen, wie sie sich fühlt. Leck mich an der Tasche, ey. Das war eine Spannung. Hui. Heftig, heftig. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Jetzt kommen die noch mit dem Hubschrauber. Geh zur anderen Seite! Oh. Fuck! Ich hab nach unten gezogen, was soll denn der Scheiß? Weil manchmal ist die Steuerung echt für den Arsch, ganz ehrlich. So, jetzt wieder nach unten. Wieder nach unten. Ich sag das jetzt nur, falls mal einer denkt, das ist zu doof dazu. Komm. Schade, das ist so eine Elite-Soldatin, die wird das ja wohl packen. Kannst du nicht irgendwo verstecken oder so?
Mensch, hier hat doch noch die Typen da an der Polizeistation platt gemacht. Komm, komm. Jetzt lauf. Scheiße. Laufen ist nicht mehr viel. Hier kann ich noch klettern. Ist ja denn keine Höhle oder so? Ach, da. Mal hoch. Oh, ey, das ist ja meine Nerven. Ah, scheiße. Eine falsche Taste. Wir brauchen mehr Licht hier drüben. Dann war's das. Überhaupt nicht. Schafft sie es im Leben nicht. Scheiße! Sie ist uns entwischt! Alter. Travis! Wir brauchen die gottverdammten Hunde! Sofort! Wenn die mich erwischt hätten, ne? Hut ab vor der Leistung. Okay, aber wenn ich die... Da sind die Polizisten... Ich wollte gerade sagen, wenn ich die Story so sehe, als sie da die Polizisten alle platt gemacht hat, muss es ja irgendwie... Da muss sie ja irgendwann gefasst worden sein. Mach schon einen. Gottverdammt. Mein Motorrad. Das ist perfekt. Ich hoffe, dass es jemals wieder aufhört. Ich glaube, der fährt das Auto jetzt mal rückwärts, oder? Durchdrehen hier. Scheiße.
kann noch Motorrad fahren, ey, das ist ja auch geil. Also in dem Spiel ist immer Action, ne? Wow, Alter, wie ich die Kurven hier nehme. Das ist ja GTA ein Scheißdreck gegen. Gott, ich sehe nichts mehr. Okay, das war eben automatisch. Hauptsache, die fährt in keine Polizeisperre. Ja, ich hab's gerade gedacht. Scheiße. Also, wir kommen hier. Die ganzen Elite-Soldaten jetzt. Oh. Haltet die Position! Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Ja. Es geht los. Jawohl. Alles klar. Prima. Feuer einstellen! Ich sagte Feuer einstellen! Straßensperre Tango. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Fährt nach Bakertown. Also ich kann euch nur sagen, wenn man das Game spielt hier, ey, das ist so eine Spannung, ist ja Wahnsinn. Auch wenn man jetzt einmal nicht die Mega-Steuerung hat und das Mega-Interaktive, aber boah, die Geschichte ist schon sehr, sehr nice. Sollen wir mal einen Film gucken? Oh. Scheiße. Okay, das war jetzt ja nicht so vorausschauend. Vorwärts, vorwärts! Irgendwann geht's halt nicht mehr, ne? Gruppe 3, in Position! Sie sind umstellt, ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Ja, die ist auch mega verletzt. Zeig, was du kannst, Aiden. Den lösen wir auf. Ah, ne. Was zur Hölle ist hier? Vorbei, Agent Holmes. Zeit zum Aufgeben. Okay, haben sie gegenseitig erschossen.
kann die hier überfahren. Was geht da ab? Stopp sie! Los! Aiden, sie kommen! Du musst sie mir vom Leib halten! Ja, wenn es so einfach wäre. Die Tür! Aiden, ich komm nicht rein! Mach die Tür auf! Komm schon, mach die verdammte Tür auf! Ja, das Problem ist halt, dass ich. Sie kommen gleich rein. Los, du musst dich stoppen. Tu doch was, Aiden. Ja, was soll ich denn machen? Ich versuche da schon alles. Aber ich kann ja nicht mehr viel machen. Sie, hier habe ich gar keine Option mehr. Ich kann jetzt hier rüberfliegen. Helikopter! Sie kommen jeden Moment rein! Okay, das. Das ist noch eine Möglichkeit. Okay, das müsste geklappt haben, dass ich die los bin. Alter, heftig, ey. Sagen Sie, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich Sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Ja, sie hat den Geist auf jeden Fall einen Namen gegeben. Oder dem, ich sag mal nicht Geistes. Ich finde, das ist mehr so ein Energiefeld. Alter, die hat die Hütte aber ganz schön auseinandergenommen hier. Ganze Stadt brennt, oder das ganze Viertel. Gejagt. Boah, heftiges Kapitel. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit, weil es ist so wieder dieses typische, man will 2 Stunden spielen und dann irgendwann lässt die Kraft nach. Okay, wir gucken uns das hier aber nochmal kurz an, weil es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie abzubrechen. Vielleicht noch was Interessantes passiert. Mami! Okay, das ist wahrscheinlich. Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Das ist wahrscheinlich die Geschichte, wo es begonnen hat bei ihr. Willst du nicht was spielen gehen? Ich mag ja diese Schneelandschaften. So, jetzt machen wir aber wirklich Schluss an der Stelle, weil hier hat er auch gespeichert und dann können wir das nächste Mal weitermachen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Story. Sehr ergreifend, sehr actionlastig.
Ich glaube, die Steuerung müsste ein bisschen besser sein, aber da kann man drüber hinweg gucken. Aber ansonsten, Geschichte 1 plus mit Sternchen fesselt. Ne? Und deswegen danke nochmal für eure Aufmerksamkeit. Bevor ich jetzt hier weitermache, beenden wir das Ganze. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Teil. Und ich kann uns eins versprechen, wir werden es durchzocken. Und wie das Ergebnis am Ende aussieht, wie wir beeinflussend waren und wie wir die Geschichte beeinflusst haben, ob es gut oder schlecht ausgeht, das weiß ich nicht. Das entscheiden wir dann immer spontan, ob wir ehrlich sind oder nicht. Oder wie vorhin verliebt und kriegen dann hinterher doch einen um den Sack oder Rache oder nicht Rache. Naja. Okay, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.